Am Freitagmorgen hatte ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Bautzen gebrannt. Sofort rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Brandort aus. Schon von weitem konnte eine starke Rauchentwicklung und große Flammen im Dachstuhl gesichtet werden. Während das Wohnhaus und auch angrenzende Häuser evakuiert wurden, begannen die Kameraden mit den Löscharbeiten. Die Evakuierten wurden in einem nahen Gewerbebetrieb untergebracht und durch die schnelle Einsatzgruppe des ASB betreut. Bautzens Oberbürgermeister Carsten Vogt machte sich gegen 6 Uhr vor Ort ein Bild der Lage. Wie Einsatzleiter Silvio Bolz mitteilt, hat sich das Feuer über Versorgungsleitungen auch bis in eine Wohnung durchgefressen und dort eine Waschmaschine in Brand gesetzt.